Wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten der Deutschen Sporthochschule Köln. Das Institut für Biomechanik und Orthopädie unter Leitung von Herrn Professor Brüggemann führt eine Studie durch, bei der es um Körper- und Bewegungsstabilität beim Sportschießen Stehen versus Sitzen geht. Hintergrund der Studie ist, dass derzeit Rollischützen und Fußgängerschützen in jeweils eigenen nationalen Ligen schießen, aber möglicherweise im DSB-Ligasystem zusammengeführt werden. Nun einige Worte zum Studieninhalt. Untersucht werden 5 professionelle Rollischützen und Paralympics-Teilnehmer sowie 6 professionelle Fußgängerschützen, die vergleichbare Ringzahlen schießen. Zudem schießen 10 absolut unerfahrene Probanden, die keine Verbindung zum Schießsport aufweisen. Geschossen wird mit Luftgewehr 10 Meter im Wettkampfmodus A 40 Schuss auf einen Maiton-Messrahmen. 10 Minuten Probeschießen ist obligatorisch. Die Rollischützen durchlaufen dabei einen Wettkampf. Die Fußgängerschützen, sowohl Profis als auch Laien, absolvieren je eine Wettkampfsimulation im Stehen sowie im Rollstuhl sitzend ohne Lehne. Mithilfe unserer Messinstrumente können wir verschiedene Parameter erfassen. Um Positionsveränderungen der Unterstützungsflächen aufnehmen zu können, verwenden wir ein ultraschallbasiertes Bewegungsanalysesystem, welches mit 60 Hertz misst. Dazu werden bei den Fußgängern jeweils 3 aktive Marker auf die Spitze, Seite und Ferse des Fußes geklebt. Diese Marker senden Ultraschallwellen aus, die wiederum von den Messempfängern aufgenommen werden. Bei gegebener Schallausbreitung kann somit eine Markerverschiebung durch die Weglängenänderung festgestellt werden. Als Unterstützungsfläche der Rollifahrer werden die Radachsen mit jeweils einem Marker versehen, plus einem weiteren Marker auf der Kraftmessplatte, auf der die Probanden stehen. Die Kraftmessplatte, im Bild eine sich im Eisenrahmen befindliche Holzplatte, ist an jeder Ecke mit jeweils einem dehnungsmessstreifenbasiertem Sensor ausgestattet. Mithilfe dieser Platte kann die Bewegung des Körperschwerpunktes ermittelt werden. Sie misst mit 1000 Hertz. Um ebenfalls einen direkten Zusammenhang zwischen Unterstützungsfläche und Kraftmessplatte herstellen zu können, verwenden wir bei den Rollifahrern bzw. allen Rollibedingungen eine Pedaldruckmessmatte, die wir direkt zwischen Gesäß und Sitzfläche legen. Diese misst wiederum mit 100 Hertz. Die Gewehrbewegung wird mit einem SCAD-System aufgenommen. Mithilfe dieses Systems kann man den Zielweg erfassen. Zum Zeitpunkt der Filmaufnahmen lagen noch keine Ergebnisse vor. Nachsatz zu den Studieninhalten. Es wird eben deshalb ohne Lehne geschossen, da laut Regelwerk des Internationalen Schützenverband für Behinderte die Höhe der Rückenlehne nach Grad der Behinderung festgelegt wird. Ein kurzes Setup von jeweils 5 Schuss wurde jedoch zusätzlich mit Lehne durchgeführt. Zudem wurden für jeweils 5 weitere Schüsse die Beine über ein Umlenkrollensystem entlastet, sodass nicht behinderte Schützen die Unterstützungsfläche der Oberschenkel nicht benutzen können.